c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag #C3T. Eure Übersetzer für diesen Talk sind YT und OS 10.000. And that is also what he will be talking about in this talk here. It's about Wi-Fi broadcast. Der Vortragende von diesem Vortrag ist Befi und er wird uns erzählen, wie Standard-Wi-Fi-Dongles in digitale Broadcast-Transmitter verwandelt werden. Yeah, thank you very much. Vielen Dank. Heute möchte ich meine Arbeit, euch meine Arbeit vorstellen zur Verwandlung von standardisierten Wi-Fi-Dongles. Ein Beispiel sind digitale Broadcast-Transmitters, aber ich werde euch auch andere Beispiele nennen. Dies sind die Inhalte. Ich werde mit einer Motivation starten, weil die klare Frage ist, wieso mache ich das überhaupt? Ich mache das, weil für bestimmte Anwendungen der Wi-Fi-Standard durchfällt und deshalb mache ich diese Umwandlung. Ich werde euch die Grundprinzipien zeigen und einige Verbesserungen, die ich eingeführt habe, um eine solche Broadcast-Transmission tatsächlich bulletproof zu machen. Und wie schon gesagt, werde ich euch Benutzungsbeispiele zeigen. So, starten wir mit der Motivation. Eine Anwendung für diese, das heißt, wenn ich eine Open-Source Personendrohne bauen will, ich habe hier einen Quadcopter, den ihr hier seht. Der wichtige Part ist, dass diese Drohne eine Kamera hat und diese Drohne sendet zum Operator dieser Drohne. Aber es gibt keine direkte Sichtlinie in dieser Kommunikation. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr alle eine Idee habt, wie man ein solches System nutzen kann. Das heißt, was man machen würde, man würde einfach eine Wi-Fi-Hardware hinzufügen, um einen Access Point herzustellen. Und dann würde man sich einen Laptop greifen und einfach sich verbinden. Von der Drohne würde man dann die Videodaten per UDP an den Laptop senden. Das sollte eigentlich funktionieren, oder? Wenn du das zu Hause testest, und dann würdest du einfach rausgehen und... Ja, und dann würde es würde die Verbindung gekappt. Weil du als Operator sofort blind bist. Ihr mögt denken, ach, das ist doch vielleicht gar nicht so schlimm, weil das Wi-Fi ja sofort wieder reconnected. Aber was du dann siehst, ist connected to T-Online. Das heißt, deine erste Drohne ist schon mal gleich kaputt und irgendwo runtergekommen. Das heißt, zusammenfassend, was unheimlich wichtig ist, ist die Assoziation. Und das ist etwas, was Standard-Wi-Fi dir nicht liefert. Das weitere Problem... Ich habe hier gesagt, dass wir UDP benutzen. Das ist unidirektional.
stream-oriented protocols like TCP. Das heißt, damit würde ich alle stream-orientierten Probleme vermeiden. Of course, not really something you would want to do. So UDP seems to be a good choice. Das heißt, UDP scheint eine gute Wahl zu sein. It's not. Aber es ist leider doch nicht. On a network layer seems to be fine. But on a Mac layer, auf dem Network Layer scheint es fein zu sein, aber auf dem Mac Layer würde weiterhin Acknowledges vom Client zu der Drohne gesendet werden. And, so you have a required upstream from the ground to the drone. Das heißt, du hast einen vorgesehenen Upstream von der Basisstation zur Drohne. Perfectly to just to get the data from the drone down. Aber du willst eigentlich nur die Daten von der Drohne runter zur Basisstation haben. Das heißt, der Nachteil ist hier die Bidirektionalität. Idealerweise möchtest du gerne asymmetrische Setups. Das heißt, du könntest zum Beispiel einen Power Amplifier aufsetzen, aber mit standardisiertem Wi-Fi würdest du den ähnlichen Transmitter in der Basisstation benötigen, was pointless ist, also was keinen Sinn macht. There are a couple of other things. So es sind ein paar weitere Dinge. Control mechanisms, like for example, transmission rate control. So, die Übertragungsratenkontrolle. Well, at a certain distance, the signal, receive signal strength of course drops at the receive. Wenn die Devices in einer gewissen Distanz voneinander sind, dann wird die Verbindung gedroppt. Transmission side. And, this happens automatically. Und das passiert automatisch. Das heißt, es ist etwas, was du nicht kontrollieren kannst. Das heißt, stell dir vor, du möchtest 10 Megabit per Second über die Line senden und jemand anders entscheidet, das auf 5 Megabit zu drosseln. Dann würde deine Drohne crashen. Ähnliches Problem. Für die Power Control. Weil du gerne die Interferenz zwischen nahen Netzwerken ausschalten möchtest. Aber das möchtest du hier nicht, weil du möchtest hier immer maximal Power nutzen können. You have no signal degradation in standard Wi-Fi. Und dann noch zum Schluss, im Standard Wi-Fi hast du keine Signaldegradation, also Abnahme. Das ist aber ein Problem für unseren Use Case, weil wenn die Drohne immer weiter wegfliegt von der Basisstation, dann würde der Feed einfach irgendwann stoppen, weil die CRC-Checksums schlecht werden würden. Und du hast keine Warnung, also vorher, das passiert einfach abrupt. Was du möchtest, ist, dass du tatsächlich die Verbindungsbereiche siehst, sodass du genug visuellen Rückmeldung bekommst, um deine Drohne noch kontrollen zu können. Und das ist meine Motivation, um diese Dinge auf den Kopf zu stellen. So, jetzt Wi-Fi Broadcast, was ist das grundlegende Prinzip? Du hast eine Station, zu der du dich konnektierst, verbindest und ein Device. Modes in which the devices work have been renamed by me, so they are simply a transmitter. So you have a transmitter and a receiver. It's just plain standard Wi-Fi dongles, 8 euros per piece. And those are just
Und die sind einfach ganz simple Wi-Fi-Dongles. name, you can already infer that it's a truly unidirectional data flow from transmitted Das heißt, du kannst hier schon erkennen, dass das ein unidirectional. unidirektionale Verbindung ist zwischen Transmitter und Receiver. Basically, you send can send with that mode arbitrarily shaped package Das heißt, der Transmitter würde im into that association. Injection Mode And the receiver runs in monitor mode, meaning einfach Pakete senden und der every packets Receiver, der Empfänger, würde im Monitor Mode around in the app. einfach diese Pakete With that empfangen. filter on the receiver side, you just get Und dann mit einem Filter and this already establishes diese Pakete a very primitive aussondern, but surprisingly good working so, link sodass du dann schon eine sehr primitive that Verbindung zwischen also Transmitter und Receiver I hast, mentioned in the previous slide. der nicht die Probleme hat, die ich vorhin in der vorherigen Theory, Folie this genannt is too habe. easy to do. The APIs for these special modes like In injection mode and Theorie, monitor mode are there already. You can just use them, implemented in a couple of lines. diese Modi sind And bereits da und here you see verfügbar und du efficacy. kannst sie einfach In implementieren. reality, the injection In side is quite, Realität let's say, quite a bit more complicated than it ist is in the die in APIs. ist der Injection Mode aber wesentlich Basically, leaving komplizierter, here the domain of standardized Wi-Fi weil wir and hier very die strong Domäne des limitation standardisierten Wi-Fis verlassen. this standardized domain. And you have no guarantees how the hardware will react in this Und wir non-standardized haben keine environment. Garantien, wie die Hardware So dann reagieren one wird. problem I discovered was low injection rate. Ein And if Problem, you das ich, das mir aufgefallen ist, ist eine sehr niedrige Injection injection rate Rate. like in some cases in the order of 1% of the air data rate, I could only get through that. So this was In bestimmten quite Fällen disappointing. konnte ich nur einen Quite an Prozent issue. der übertragenen Datenrate Then benutzen. many of these drivers and firmwares I just Viele der ignored. Treiber und But basic Firmwares parameters I requested them to obey to. So for example, TX power. ignorieren I found diese Parameter, already die ich that I was verwenden ignoring möchte. this setting and just sending at a Das low heißt, minimal TX power Power wird einfach rate, which is ignoriert. of course not what we want. Und das ist ja nicht das, was ich It's möchte. simple, dirty and don't look at the actual lines, but it's Das just heißt, simple math. ein Only einfacher Versuch, the patch fixed that for me. um den Kernel-Treiber zu patchen, hat das für mich gefixt. Some devices ignored data rate Andere Devices so I haben Datenraten-Requests ignoriert. 54 megabits per second Das heißt, ich habe 54 Megabytes per second, which is not enough angefragt for video, for und es example. kam aber wesentlich weniger zurück, was zu wenig wäre Luckily, für there Video. is one specific Wi-Fi dongle that I showed in the Es gibt pictures einen earlier. It spezifischen is open source. Wi-Fi-Dongle, den ich da Found in den Bildern gezeigt compiled habe. this Der hat into Open Source-Treiber. Wi-Fi card. And actually, again, to have control over the data rate, Und it's only one hier, line change in the um firmware Kontrolle über die Datenrate zu bekommen, TX-Update musste ich auch specifically nur allows eine for Zeile in der this. Firmware ändern, um dieses Problem für mich zu fixen. Now with all the troubles Mit all fixed, diesen let's say, Problemen we in are Ordnung back gebracht, to this basic scene. sind wir wieder bei This looks diesem already quite okay. So Anfangsdiagramm. if you install this on your drone, Wenn man das auf der you Drohne have no installiert, problem flying around a couple of hundred meters with such a setup without dann many gibt es keine Probleme, 200 Meter medium sized herumzufliegen. amplifiers, big antennas and Man so braucht forth. nicht super But große my Antennen oder irgend initial sowas. motivation for this project was more Meine to Anfangsüberzeugung explore oder the world Anfangsmotivation from an war, outside perspective, so a couple of hundred die Welt zu meters didn't erkunden. really cut it. Also So I 200 Meter wanted to waren nicht genug. increase the possible range Ich wollte die by doing this. Reichweite erhöhen. One of these means is to just add more of these cheap dongles Und um on the das zu TX side machen, habe ich and einfach put them mehr in. Dongles This hinzugefügt. will then enable you to do software diversity. Und damit habe ich unterschiedliche This, Software genutzt. you might think, well, this looks not really helpful. You have Das three sieht nicht giant besonders hilfreich aus. receivers that Ich habe receive the drei same Empfänger, amount die of data. The kriegen den receivers gleichen have Datenstrom. only three copies of the same data at hand. Und die haben Which dreimal means die gleichen that Daten. Was soll ich denn damit tun?
Aber tatsächlich hilft das. Also ich habe Interferenzen, die über verschiedene Pfade kommen, und wenn die Dinge an unterschiedlichen Stellen sind, dann kann ich damit doch bessere Qualität erzielen. Also Reflexionen des Signals beeinflussen die das, was ich höre. Also entweder addiert sich oder subtrahiert sich. Und das ist zufällig, ob die sich auslöschen oder ob die sich gegenseitig verstärken. Wenn ich aber die Empfänger an verschiedene Stellen tue, dann kann ich dieses Dreieck unterschiedlich machen, also in der Form verändern. Und damit habe ich eine bessere Chance, dass mindestens ein oder zu irgendwie einer von denen die korrekten Daten empfängt. Und das hilft eine ganze Menge. Und dann gibt es noch andere Aspekte von der Software-Diversität. Ich kann auch Antennendiversität verwenden. Wenn man sich die hier anschaut, die sind in eine Richtung. Da habe ich 360 Grad in alle Richtungen. Das ist ein guter Anfang. Aber ich könnte natürlich hergehen und könnte andere hinzufügen. Ich kann eine gerichtete, das nennt sich High Gain Long Range Directional, also richtungsorientiert und lange Reichweite. Und wenn ich ein bisschen mehr nehme, dann kann ich mehrere von solchen Antennen nehmen und die in verschiedene Richtungen zeigen. Also sowas kann man mit Elektronik alleine nicht hinkriegen. Und das Dritte, was ich machen kann, ist, ich kann einen größeren Geografenbereich abdecken. Wenn ich hier Wände und solche Sachen habe, wenn ich Verdeckungen habe, kann ich meine Empfänger an verschiedenen Stellen anbringen und die Software, die schaut sich an, oder die Software fügt zusammen, was aus diesen Empfängern rauskommt und baut dann ein Gesamtbild zusammen. Lass mich mal kurz erklären, wie das funktionieren könnte. Ich habe hier drei Karten, vier Pakete. Die kommen nacheinander an. Also die Karte 0 hat was gekriegt, da ist ein CRC-Fehler, irgendwas ist falsch, wir wissen nicht genau was. Es kann schlimm sein, muss aber nicht. Aber die anderen haben es gut empfangen. Also nehmen wir eine von den Grünen. Jetzt habe ich das nächste Paket. Und vielleicht kriege ich es gut auf der ersten Karte, dann mit Fehler auf der zweiten und gar nicht auf der dritten. Ist auch einfach, nehme ich das von der ersten, habe ich auch wieder ein gutes Paket. Das nächste Paket hat vielleicht bei zwei einen CRC-Fehler und eins komplett fehlend. Was soll ich denn hier machen? Das Beste, was ich machen kann, ist, ich kann eins von den CRC-Fehler-Paketen nehmen. Vielleicht das mit der größeren Signalstärke. Nicht viel mehr, was wir tun können. Paket 3 fehlt vielleicht überall. Und das passiert, wenn irgendwelche Interferenzen von außen kommen, jemand hat ein Licht angeschaltet oder irgend sowas. Und das hat alle Empfänger beeinträchtigt. Wenn ich diesen kombinierten Datenstrom nehme aus Paketen, dann sieht das noch nicht so gut aus. Es ist besser als eine, aber immer noch nicht gut genug.
Wie kann ich mit denen umgehen?